Habt ihr Lust auf einen ganz besonderen Maltrick? Dann habe ich genau das Richtige für euch. Schaut mal, was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Formen? Ganz einfach. Das hier ist ein flacher Kreis. Man sagt, er ist zweidimensional. Und das hier ist eine richtige Kugel. Sie ist dreidimensional. Und wenn wir etwas malen, dann ist es immer zweidimensional. Ich kann euch aber zeigen, wie ihr es hinbekommt, dreidimensional zu malen. So, dass es aussieht, als würden die Gegenstände aus dem Papier herauskommen. Vielleicht habt ihr ja schon mal einen Film in 3D gesehen. Und genau das wollen wir auf Papier hinkriegen. Besorgt euch zuerst einen leeren Papp- oder Plastikbecher. Und jetzt passt auf. Stellt den Becher mittig auf ein Blatt Papier und zeichnet mit Bleistift den Umriss der Öffnung ab. Drückt dabei möglichst leicht auf. Mit einem Lineal zieht ihr parallele Linien von oben nach unten. Den Innenbereich des Kreises lasst ihr aus. Denn da verbindet ihr die unterbrochenen geraden Linien mit solchen Bögen. Achtet darauf, dass sie immer ungefähr den gleichen Abstand haben. Um den einzigartigen 3D-Effekt zu bekommen, zieht ihr die Linien mit einem möglichst dicken Filzstift nach. Diesmal natürlich jede Linie komplett von links nach rechts. Ich habe noch ganz vorsichtig den Bleistift wegradiert. Dann sieht es nämlich besser aus. Wenn man also um den Kreis herum ganz gerade Linien macht und innerhalb des Kreises geschwungene, dann sieht es so aus, als würde ein runder Ball aus dem Papier kommen, und zwar in 3D. Versuchen wir das Ganze mal mit einem etwas schwierigeren Gegenstand. Zum Beispiel mit meiner Hand. Mit genau dem gleichen Trick müssten wir die doch auch in 3D hinbekommen. Und diesmal machen wir unser Bild schön bunt. Legt zuerst eure Hand mit gespreizten Fingern flach auf ein Blatt Papier und zeichnet ihren Umriss ab. Jetzt zieht wieder mit dem Lineal gerade Linien, ungefähr im gleichen Abstand. Ganz wichtig ist, dass ihr die Bereiche innerhalb der Finger und des Handrückens freilasst. Denn hier verbindet ihr die Linien wieder mit solchen Bögen. Diesmal ziehe ich nicht nur die Bleistiftlinien mit Schwarz nach, sondern male die kompletten Streifen in unterschiedlichen Farben an. Bei den Fingern ist schon der 3D-Effekt zu erkennen. Sieht doch wirklich toll aus. Und fertig ist das kunterbunte 3D-Bild eurer Hand. Und mit diesem Trick könnt ihr wirklich alles in 3D malen. Denkt nur immer daran, die geraden Linien mit parallelen Bögen zu verbinden. Und hier habe ich noch ein ganz buntes Bild für euch von einem Hammer aus meinem Werkzeugkasten. Oder aber, was haltet ihr von diesem schwarz-weiß gestreiften 3D-Bild einer Schere? Ihr seht, es klappt wirklich mit den unterschiedlichsten Gegenständen. Aber jetzt bin ich mal gespannt auf Vinzens 3D-Bild. Und, bist du schon fertig? Na klar, guck es dir ruhig an, eine einzigartige 3D-Regenbogenpalme. Und wenn du genau hinsiehst, erkennst du, dass ich die Bögen nicht wie du nach oben gemacht habe, sondern nach unten. Jetzt sieht es fast so aus, als wäre die Palme in das Blatt reingedrückt. Ist das dann auch 3D? Na klar, es geht also in beide Richtungen. Wichtig ist nur, dass alle Linien möglichst parallel zueinander sind. Hey, und wenn ihr mich fragt, je bunter ihr euer Bild macht und je mehr Farben ihr verwendet, desto besser sieht es aus. Also, probiert's selbst und malt euch eure eigenen 3D-Bilder. Abonniere unseren Kanal für mehr Videos und schau all deine Lieblingsserien auf Disney Junior.